Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, heute ist es mir eine große Ehre und Freude, einer der bekanntesten deutschen Ärzte hier begrüßen zu dürfen. Ganz herzlich willkommen, Volker Meissner. Dankeschön für die Einladung. Lieber Volker, ich möchte gerne mit dir als Universalexperte, sage ich mal so, du kennst wirklich die geistige Seite, du kennst die materielle Seite, du redest über Informationen, über physikalische Zusammenhänge innerhalb des Körpers von A bis Z, alles. Also ich möchte mit dir einfach mal gerne ganzheitlich über den Fall Diabetes reden. Gestern, wenn Sie so eine Diagnose kriegen? Na, ich lasse mir mal erklären, wie der Mensch so lebt. Also, mhm. Von was er lebt und wie er sich ernährt. Mhm. Was er so in Überernährung überhaupt auch mal weiß. Ob er sich schon mal damit beschäftigt hat. Ob es vielleicht in seiner Familie schon mal vorgekommen ist, Zuckerkrankheit. Das ist ja relativ häufig. Ist es genetisch erbbar? Es ist sicherlich eine Disposition da, das auf jeden Fall. Okay. Na, wie gehe ich mit Zucker um? Aber ich habe halt mittlerweile auch die Gegenbewegung. Ich habe mittlerweile auch viele Patienten, die keine Diabetiker mehr sind. Eben. Ja, die also tatsächlich geheilt sind. Mhm. Und die mit, es gibt so spezielle Laborwerte, HbA1c, das ist dieser Langzuckerwert. Der sollte so um die 6 liegen, so knapp unter 6. Und die kommen halt mit 8, 9, 10, 11. Mhm. Und nach einem Vierteljahr oder einem halben Jahr sind sie unten bei 5, irgendwas. Also normal. Aber das nur durch die Ernährungsumstellung? Durch Ernährung, durch Bewegung, durch Mindset. Also man muss die Gedankenstruktur vielleicht auch schon ein bisschen mhm. umstellen, so wie ich im Leben stehe. Mhm. Ja. Aber es gibt ja verschiedene Stufen von Diabetes. Ja, 1, 2, 3, 4 habe ich schon gehört. Ja, genau. Also es gibt den Typ 1. Das ist eine Diabetesart, die man noch nicht heilen kann. Auch so mit Alternativmedizin ist man da wirklich noch an der Grenze. Ist das derjenige, wo der Körper kein Insulin mehr produziert? Genau, und das ist eigentlich der Diabetes der jungen Menschen. Das sind Kinder in der Regel, die das bekommen. Ach komm jetzt, die jungen Kinder, die produzieren kein Insulin ja, mehr? Ja, das ist eine Autoimmunerkrankung, läuft unter Autoimmunerkrankung, das heißt, der Körper hat was gegen sich und bekämpft halt diese langerhanschen Zellen in der Bauchspeicheldrüse, die das Insulin herstellen. Also ist das bereits schon als Baby so oder entwickelt sich das über die ersten Jahre hinweg über Fehlernährung? Nein, die können mit der Ernährung, hat das noch nicht mal was zu tun. Nicht? Das ist, nein. Gut, man kann das mit Ernährung sicherlich provozieren und forcieren, dass es auftaucht. Aber das ist einfach eine Autoimmunerkrankung, wo die langerhanschen Zellen irgendwann das nicht mehr produzieren können. Das sind Patienten, die auch sofort Insulin brauchen. Da muss man also nicht mit Medikamenten großartig rangehen, das ist sofort insulinpflichtig. Und da gibt es auch noch nicht viele Handlungsmöglichkeiten, auch von der alternativmedizinischen Seite. Mhm. Der Typ 2, das ist etwas, was im fortgeschrittenen Lebensalter erst auftaucht. Und dann gibt es halt von 1 und 2 jeweils die andere Form. Es gibt einen Typ 2, der sehr früh auftaucht. Das sind die übergewichtigen Kinder, die halt ganz als Kind einen Altersdiabetes entwickeln. Das ist ernährungsbedingt in der Regel. Und dann gibt es einen Spättyp 1, wo einer mit 40, 45 sozusagen einen Diabetes entwickelt, der eigentlich ins Jugendalter gehört. Ja, da gibt es diese Abkürzungen wie LADA und MODI, die haben alle ihre Begriffe. Die sind klinisch auch gut untersucht. Und bei manchen hast du eine genetische Disposition, Typ 1 zu 80-90%. Und beim Typ 2 nicht. Und dann gibt es noch den Typ 3, den eigentlich die wenigsten Leute kennen. Da gibt es sogar 8 Untertypen. Oh. Ja, und einer davon ist zum Beispiel ein Diabetes, der aufgrund einer Herpesinfektion stattfindet. Das heißt, du hast eine Infektion, mit der kommst du langfristig nicht zurecht, das Immunsystem schwächelt dauerhaft und produziert einen Diabetes. Mhm. Dann gibt es eine Verbindung zum Alzheimer. Es gibt mindestens drei verschiedene Sorten von Alzheimer, unterschiedlicher Herkunft. Und die toxische Variante, der Typ 3 vom Alzheimer, das ist möglicherweise auch ein Typ Diabetes, weil der eben sehr stark mit Insulin verbunden ist. Mhm. Also es gibt da verschiedene Sachen. Alles in allem, eine der Grundlagen ist die sogenannte Silent Inflammation, also eine stille Entzündung, eine chronische Entzündung, die man eben nicht spürt oder wo du kein Krankheitsgefühl entwickelst. Mhm. Wenn du eine Bronchitis hast oder eine Lungenentzündung, bist du halt krank. Du weißt, jetzt hat es mich erwischt. Aber bei dieser Silent Inflammation überhaupt nicht. Du hast vielleicht morgens, wenn du aufstehst, mal ein bisschen so Opa-Gefühl, ne? So in den Gelenken. Aber du würdest nie denken, das ist eine chronische Entzündung. Aber ich höre immer wieder, dass diese chronischen Entzündungen, diese Brandherde eigentlich immer mehr explodieren, flächendeckend bei allen Menschen. Ja, genau.
und sich aber unterschiedlich äußern. Das heißt, der eine macht ein Rheuma draus, der andere macht einen Diabetes draus, der andere macht einen Herzinfarkt draus. Das geht auch auf die Gefäße. Also es gibt unterschiedliche Folgen von dieser Silent Inflammation. Mhm. Das hat mit dem sogenannten Leaky Gut auch zu tun. Also was macht der Darm? Wie durchlässig ist der Darm für Eiweiße, die nicht ins Blut gehören? Ja. Ja, und das sind diese Autoimmunprozesse, die immer mehr kommen. Ja, und die Ausprägung ist halt wirklich unterschiedlich. Hängt ein bisschen vom Typ ab, auch von der Genetik, was er so mitbringt, an DNA. Ich glaube, also das möchte ich gerne von dir wissen oder bestätigt haben, der Diabetes Typ 2, ernährungsbedingt, wird wahrscheinlich derjenige sein, der explosionsartig steigt, oder? Ja, weil einfach die Lebensmittelindustrie das auch anbietet. Ja. Ja, also wenn du vorstellst, du kriegst, letztens bin ich fast erschrocken, dass man 2, 3 von diesen, ich nenne es immer nicht die Firma, aber es gibt so Baumstämme, ja, die gerne genutzt werden, gerade in der Vorweihnachtszeit. Mhm. Die kriegst du für den Preis von unter 2 Brötchen. Mhm. Ja, wenn 2 Brötchen teurer sind als 3 Riegel Schokolade, dann weißt du, was die Leute essen. Das sind die Brötchen jetzt auch nicht echte Alternativen. Mhm. Ja, aber ich meine, das kann ich sagen. Ja, das kommt mir immer wieder so ein bisschen vor, als ob man uns aus Menschen Fressmaschinen machen will, die eigentlich nur noch auf diesem Zuckerverbrennungsmotor laufen, oder? Und der ist immer leer, füttern, oder? Ja, es gibt ja den Begriff des Sub-Health, wo du die Leute so knapp unter der Gesundheit hältst. Den kannst du alles verkaufen. Die wollen ja gesund werden, aber die dürfen es nicht. Ja, das ist eine echte, das ist halt Kommerz. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch hier wieder mal gerne einen Appell an die Zuschauerinnen und Zuschauer wenden. Denn eigentlich ist es ja nicht die Nahrungsindustrie, die uns das aufdoktriert, sondern es sind letztendlich wir, die es kaufen, weil wir das wollen, diese billigen Produkte, die auch sehr stark kohlenhydratlastig oder zuckerlastig sind, ja, oder? Genau. Also wenn du nachschaust, Kohlenhydrate, das sind in der Regel 80-90% Zucker. Ja. Es gibt ein paar ordentliche Kohlenhydrate, die man auch braucht. Also der Körper kann Kohlenhydrate gut verwerten, das hat er gelernt, so ist er groß geworden. Aber wir sind genetisch gesehen vor 50.000 Jahren oder noch älter, 100.000 Jahren, das letzte Mal etwas verändert worden. Mhm. Als die Leute sich halt begonnen haben niederzulassen und nicht nur als Nomade durch die Gegend zu laufen. Da hat sich noch ein bisschen was verändert, aber es hat sich von der Genetik, von dem, was wir verdauungsmäßig können, eben nichts verändert. Und der Mensch ist nicht dazu da, dass er viele Kohlenhydrate bekommt. Der ist dafür da oder darauf geeicht, dass er eben viel Fett nimmt. Ja, gesundes, pflanzliches Fett, da kann der wochenlang davon leben. Ja, ein paar Eiweiße dazu, dann Kohlenhydrate aus Knollen oder sowas, das ist normal. Und früher mussten die Leute halt auch zum Essen gehen, also nicht im Sinne von zum Restaurant, sondern die mussten laufen, damit sie was zu essen finden, unterwegs. Ja, das ist ja heute nicht mehr. Ja, das ist nicht mehr der Fall. Ja, aber der Stoffwechsel hat sich halt noch nicht angepasst an die sitzende Lebensweise. Das ist einfach zu kurz, da fehlen noch so 20, 30, 40 Generationen. Also ich denke, sensibilisiert ist die Menschheit heute in Europa zumindest schon, dass der Zucker selber nicht gesundheitsförderlich ist, um es neutral auszudrücken. Ich glaube, diese Sensibilität ist da. Aber was ich immer wieder sehe, ist, viele Leute haben keine Ahnung, dass Kohlenhydrate auch Zucker ist. Ja. Und das erschreckt mich auch immer wieder. Ich meine, man hat es jetzt wirklich geschafft, die Aufklärung auf Zucker zu machen, aber dass das und das zusammenzuzählen wäre, um eine Aussage zu machen über das, was ich esse, das ist noch nicht im Markt drin. So, und auf der anderen Seite sehe ich immer wieder auch die Ernährungspyramiden, wo einfach zeigt, ja, Kohlenhydrate ist gesund, du musst viel Kohlenhydrate essen. Ja? Und da, das ist genau konträr zu dem, was du jetzt sagst. Also die Pyramide spricht eigentlich an, dass man Diabetiker wird. Genau, diese Pyramide ist ja nicht wissenschaftlich tatsächlich fundiert auf den Markt gekommen, sondern das war in den 50er Jahren ein Amerikaner, der auch dafür bezahlt worden ist, dass er für die Lebensmittelindustrie entsprechend eine Pyramide schaut, was die Leute essen sollen. Das wurde vermarktet und seitdem glaubt jeder an die Ernährungspyramide mit der breiten Kohlenhydratbasis. Und wenig Fett. Und die richtige Pyramide wäre viel natürliches Fett, also es muss nicht Schweinefleisch sein, nur viel natürliches pflanzliches Fett. Und ganz oben so eine kleine Spitze, wie so ein kleiner Zuckerhut, Kohlenhydrate. Ja. Und die sollten aber auch natürlich gewachsen sein und nicht durch irgendwelche Mühlen zum Rohrzucker, aus dem Rohrzucker gemacht. Mhm. Also wenn wir jetzt aufpassen möchten, dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer nie Diabetes entwickeln, dann ist deine Empfehlung ganz klar, wie ich es gehört habe, Kohlenhydrat, Zucker runter, viel Gemüse essen, Beeren. Ja, und Beeren, also man kann auch Obst essen, da ist auch genug Zucker drin. Fruchtzucker. Ziemlich heftig, oder? Auch Glucose. Ja, wenn du eine Weintraube nimmst, da ist Glucose drin. Wir hatten mal nicht umsonst Traubenzucker, weil er aus der Weintraube kommt. Ja, ich habe mal eine Tabelle gesehen, wo man einfach
Früchte aus Demeter Bauernhof dem Großhandel gegenübergestellt hat und die Fructose gemessen hat. Und dann war beim Demeter Bauernhof um die 5-6% Fructose in einem Apfel und dem Großhandel 25%. Genau. Und wenn man jetzt mal sieht, dass die Fructose deswegen nicht, na, kein besserer Zucker ist als die Glucose. Also es ist ein Irrtum. Man hat früher den Diabetikern gesagt, okay, dann verzichte auf die Glucose, weil die übers Insulin sozusagen verstoffwechselt wird, und nimm Fructose. Fructose geht nicht über Insulin, sondern sofort in die Leber und wird sofort zu Fett. Mhm. Wenn der Mensch satt ist, macht er aus allem Zucker Fett. Und eben auch aus der Fructose. Also das wäre eine Illusion zu sagen, dann nehme ich halt statt Glucose Fructose. Mhm. Im Gegenteil, das ist gefährlicher. Mhm. Und was noch gefährlicher ist, das ist dieses Billigzeug, nenne ich es mal, die Aspartan und das eine. Nein, die Sirupe, dieser Glucose-Fructose-Sirup, das ist reines Gift. Mhm. Ja, oder manche nehmen auch so Melasse und so Zeug. Das ist also wirklich letztlich Abfall, der halt noch verkauft wird. Tja. Ja, und das ist billig, absolut billig. Und wenn du mal reinschaust, also ich hatte Ernährungskurse mit Kindern, und wir haben ja den mit dem Rewe-Markt bei mir in der Nähe, der hat das auch immer mitgemacht, die durften die Kinder durchgehen und mussten eben bei bestimmten Regalen, mussten sie nachschauen, was ist da drin, was sind die Inhaltsstoffe. Und dann haben wir uns vorgestellt, dass alle Lebensmittel aus den Regalen entfernt werden, wo Zucker drin ist, mit mehr als 5%. Und dann haben die gesehen, dass manche Regalstraßen leer wären. Du hast ja selbst im Ketchup Zucker drin. Mhm. Ja? Ziemlich heftig. Ja, du hast überall Zucker drin. Und die Diabetiker, die es halt nicht mehr sind, die Ex-Diabetiker, die haben das halt gelernt. Die haben gelernt, wo ist dieser Zucker reingemischt, damit es halt schmeckt. Damit die Leute das auch eben auch essen, weil sonst kannst du es nicht essen. Und dann haben die darauf verzichtet. Aber ich habe bei Zucker, glaube ich, über 30 verschiedene Begriffe schon gelesen, die man auf Zucker ummülzen kann. Also wie soll eigentlich der Konsument, der Laie, vom Regal sehen, ob da jetzt Zucker drin ist oder nicht? Ja, da muss er ein paar Begriffe lernen, da hast du recht. Das ist nicht so ganz einfach. Mhm. Ja. Ich habe mal auch dieser Glucosesirup, Glucose-Fructose-Sirup, Fructose-Sirup. Ja. Ja, das sind diese Billigzucker, die da reingemischt werden und die für den Körper absolut gefährlich sind. Ich meine, man kann sie auch trainieren letztendlich, dass man mit der Zeit eigentlich diese ganzen Süßstoffe gar nicht mehr so gerne hat, sondern dass alles total übersüßt und überzuckert ist. Wenn man nur ein bisschen sich diszipliniert und das runterfährt, dann geht das von alleine. Es gibt einen ganz interessanten Effekt. Leute, die Frühstückseier essen, haben deutlich weniger, verlangen nach Süße. Das ist eine, wenn einer Eier verträgt und sowas, sagen wir mal, pass auf, wenn du dir angewöhnst, ein Frühstücksei zu essen, keine Angst vor dem Cholesterin, da passiert überhaupt nichts, wenn der Eier ist, dann hast du schon mal deinen Heißhunger auf Zucker runtergefahren um, weiß ich nicht, 30-40%. Hat das mit den Proteinen zu tun, die das wahrscheinlich... das hat mit dem Eidotter zu tun, weil da einfach viel Energie drin ist und der Körper nicht mehr nach Energie verlangt. Ja. Der ist einfach schon satt. Ja. Und so, und dann hast du der Rest ist halt Lustzentrum. In einer, was halt häufig ist, süchtig ist nach Zucker. Der hat ein bisschen mehr Schwierigkeiten, weil der halt nach einem Suchtmittel verlangt und nicht nach einem Nahrungsmittel, wenn er zuckersüchtig ist. Ja, und das hast du bei vielen nicht. Ich vermute mal, dass wir deutlich über 60% bei denen liegen, die gerne Zucker essen, wo die Sucht dabei ist. Mhm. Ja, da ist das Belohnungszentrum einfach mit da. Mhm. Und ob du Heroin nimmst oder rauchst oder eine andere Sucht, Internetsucht, Spielsucht, es ist das gleiche Verfahren im Körper. Nur ist halt Zucker verfügbar. Mhm. Ja, Alkohol auch. Dann gehst du irgendwo in den Kiosk oder irgendwo hin, holst dir Alkohol, Zigaretten hast du im Automaten. Bei Heroin musst du andere Wege gehen und gehst ein bisschen in die Kriminalität. Mhm. Aber Zucker ist das billigste Suchtmittel. Schon verrückt, ja? Und absolut legal im Verhältnis. Ja, absolut legal. Und es wird ja auch gefördert. Ja. Die Zuckerindustrie ist ja auch, ich will es jetzt nicht mit der Waffenlobby zusammentun, aber das sind Kraftmaschinen, ja, die da am Markt wirken. Mhm. Ja, und deswegen... hast du auch niemanden, der dir hilft dabei, denn das, was der Zucker beim Menschen auslöst, ist er behandelbar mit Medikamenten, die auch wieder einem anderen Geld bringen. Mhm. Das heißt, da bedienen sich die beiden Kräfte. Mhm. Okay. Ja. Fürchterlich. Follow the money, das ist auch in der Medizin mittlerweile so. Ich finde es einfach auch noch schwierig, also auch wenn Eltern eine gewisse Sensibilität entwickeln oder ein gewisses Wissen haben, Kohlenhydrat, Zucker und so weiter, das den Kindern wieder weiter zu vermitteln, die doch auch gerne ein bisschen schlecken und süße Sachen essen, eine Schokolade oder weiß Gott was, ein Coca-Cola, ich sage es jetzt gleich so, es besteht ja auch nur aus Zucker, aber die lieben das ja auch und wir sind ja auch groß geworden mit süßen Dingen.
Ja, wobei ich bin ja ein Baujahr 54, also ich bin sicherlich mit anderen süßen Sachen aufgewachsen als du. Ja. Da gab es das Gott sei Dank noch nicht. Wir haben mehr unsere Süßigkeiten aus Äpfeln und Birnen und Bananen vielleicht geholt. Und Honig vielleicht nochmal. Ja, irgend sowas, ja. Was auch noch damals noch gar nicht so war, das waren diese Süßstoffe, Aspartam oder sowas, das kam erst später. Okay. Aber auch das ist keine Alternative, das sind chemisch gesehen Mastmittel. Ne? Das gibt man den jungen Schweinen, damit sie mehr essen, das Aspartam. Und so wird es als Süßmittel verkauft. Es gibt das Aspartam-Syndrom im Kopf, wo die Leute halt so ein bisschen so ein kleines Nebel im Kopf haben vom Aspartam. Das wusste man aber schon, bevor es auf den Markt kam. Aber auch da war halt viel Geld dabei, um das auf den Markt zu bringen. Mhm. Und das kriegst du auch nicht mehr weg. Aber auch das ist keine echte Alternative. Mhm. Ja, die Menschen müssen lernen, dass sie Zucker schlichtweg nicht brauchen. Und die, die es brauchen, kann man da irgendeinen Süßstoff empfehlen und sagen, das ist das, was am wenigsten schädlich wäre? Also derzeit ist wohl Stevia? Das am besten untersucht, aber auch da gibt es keinen Langzeiteffekt. Wir wissen nicht, was in 10, 15 Jahren ist. Dafür ist es einfach zu jung. Ja. Und hast du schon von Erythrit gehört? Ja, solche Sachen kannst du auch machen. Fermentierte Pilz ist das, glaube ich. Genau. Oder du kannst auch Birkenzucker nehmen, Xylit und sowas. Das ist alles da. Es gibt keine Langzeituntersuchungen dafür. Da muss man halt abwarten. Okay. Aber das Feldversuch? Das ist bei vielen Sachen so. Mhm. Ja, wenn du Medikamente nimmst, die alten Medikamente haben lange Waschzettel, ne, diese Beipackzettel. Ja. Die älteren Medikamente, desto länger, weil man einfach weiß, was wirkt nach 10 Jahren. Ein Medikament, das 5 Jahre alt ist, hat einen kurzen Beipackzettel, weil man noch nicht alles kennt. Aber das ist normal, das ist kein Nachteil. Kriegst du es nicht anders hin. Mhm. Kannst nicht 5 Jahre warten, bis du etwas auf den Markt bringst. Mhm. Ja, zumindest wird es nicht gemacht. Also wir rutschen jetzt in die Diabetes 2 rein. Das heißt, wir kriegen einen Zucker, weil wir zu wenig Insulin produzieren, oder? Nein, das ist noch ein bisschen komplexer, der Diabetes 2. Also es ist keine Erkrankung der Bauchspeicheldrüse erstmal am Anfang. Ja, die zu wenig Insulin produziert? Naja, das mit dem zu wenig ist relativ. Im Verhältnis zu dem, was du an Kohlenhydraten anbietest. Ja. Ja, und dann gibt es eine Insulinresistenz, das heißt, die Zelle wird immer unempfindlicher gegenüber dem Insulin. Das heißt, du musst immer mehr Insulin produzieren, um die gleiche Wirkung zu haben im Zuckerabbau. Ja. Und das ist das, was die Bauchspeicheldrüse langfristig überfordert. Das heißt, die ist am Anfang gesund, von der wird nur unheimlich viel verlangt. Mhm. Und irgendwann kann sie halt nicht mehr. Und dann wird auch die Bauchspeicheldrüse sozusagen schwächeln. Mhm. Und dann bist du in einem insulinpflichtigen Diabetes, weil du halt gar kein Insulin mehr produzierst. Mhm. Zwischendurch gibt es Metformin und so andere Medikamente, die Bauchspeicheldrüse nochmal so richtig ausquetschen, so, ja, damit sie halt noch ein bisschen Insulin produziert. Ah, das ist eine temporäre Übergangslösung? Ja, bei manchen reicht das tatsächlich. Dann bleibt die halt auf so einem Minimum, was sie produziert, und den Rest wird gequetscht. Oder es gibt viele, die halt eine Mischung haben, die nehmen Metformin und spritzen den Rest, der nicht kommt. Da muss man dazu wissen, dass Insulin ein Masthormon ist. Das heißt, du wirst immer dicker, je mehr du Insulin spritzt, weil du halt die Fettverbrennung Schönes Wort, ich habe es jetzt auch verstanden. Abschaltest. Masthormon. Ja, du kriegst einen Diabetiker mit Insulin nicht dünn, definitiv. Nicht, okay. Ja, weil du einfach dagegen arbeitest. Ja. Und deshalb, ich habe halt mittlerweile schon wirklich einige Patienten, die Diabetiker waren. Ja. Davon haben auch zwei schon gespritzt. Ja. Typ 2, nicht Typ 1, definitiv Typ 2. Und die sind es halt nicht mehr. Mhm. Ja, und das ist interessant, was die immer berichten. Die sind in so einem Disease Management Program bei ihrem Hausarzt. Und dann dazu gehört, dass die auch zur Ernährungsberatung gehen. So, dann gehen sie in die Ernährungsberatung und zerlegen diese Dozenten. Weil die sagen, das, was ihr uns beibringt, ist doch Irrsinn. Das möchte ich nochmals nachfragen. Der Ernährungsberater redet wahrscheinlich immer noch viel Kohlenhydrate. Ja klar, der sagt, wie kommst du mit deinem Kohlenhydratmanagement? Wie gehst du damit um, dass du halt deine Kohlenhydrate essen kannst? Möglichst viel, ne, damit es nicht so viel ausmacht und du vielleicht mit dem Insulin zurechtkommst. Und ich sage, das ist doch Irrsinn. Schauen wir uns mal an, wir schauen doch gesund aus. Wir haben 15 Kilo abgenommen. Das ist einfach ein Nebeneffekt dieser Diät, dass man einfach abnimmt. Die haben sich mehr bewegt, die haben ein völlig anderes Mindset, haben völlig andere Überzeugungen mittlerweile, was Ernährung betrifft. Die fühlen sich überhaupt nicht in einer Diät. Die haben eine Ernährungsform gefunden, die Spaß macht, die gesund ist. Und sie sind satt. Und die sind satt, da hungert bei denen keiner. Und wenn die Lust haben, gehen die ins Café und essen mal ein Stück Käsekuchen. Ja, darf es mal sein. Das darf es mal sein, mit Genuss.
Also du sagst ihnen eigentlich durch die Ernährungsberatung hin, was sie eigentlich viel essen dürfen, was weniger und was selten. Alles ist erlaubt, aber einfach in der entsprechenden Kategorien. Richtig, und nicht jeden Tag dieselbe Menge von allem. Das ist der Körper auch nicht gewohnt, also zumindest seit 50.000 Jahren. Und dann hat der Diabetes-Patient 2 die Chance, rauszukommen? Ja, absolut. Gibt's immer oder fast immer? Das kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Es sind immer mehr, wo es klappt. Mhm. Ich würde jetzt mal nicht sagen, immer. Mhm. Ja, da gibt es bestimmt ein paar Sachen, wo man sagt, nee, da ist zu viel Genetik im Spiel, das kriegst du ernährungstechnisch nicht aus. Mhm. Aber auch das ist Theorie, ich bin überzeugt, dass es ginge. Mhm. Macht aber nichts. Es gibt mittlerweile schöne Bücher, ja, von Lim Pinsel und wie sie alle heißen, die auch selber spritzende Diabetiker waren, Internist, der gesagt hat, hey, ich habe es von mir selber probiert. Mhm. Ja, nach 28 Tagen war frei. Ich würde mal sagen, 4 Wochen ist die kürzeste Variante. Und derjenige, der Diabetes 2 hat und nichts dagegen vorgeht, hat der die größeren Risiken der Diabetes 3 dann zu bekommen? Nee, das würde ich nicht sagen. Er hat ja schon Diabetes. Hat ja. Typ 2, der Typ 3. 3 meinte ich jetzt einfach im Bereich Alzheimer. Ist da ein Zusammenhang da? Ja, das ist ein Zusammenhang. Du hast, jetzt weiß man aber nicht genau, also es gibt einen Typ 3 von Alzheimer. Ja, der entwickelt sich aufgrund von Giftstoffen, und das ist die toxische Variante, und hat mit Insulin und Zuckerspiegeln zu tun. Mhm. Ein hoher Zuckerspiegel führt auf unterschiedlichen Wege zu nachlassender Hirnleistung. Eine der gängigsten ist über die Gefäße, sodass man eine Art vaskuläre Demenz hat, so wie das halt heißt, gefäßbedingte Demenz. Das ist aber auch der gleiche Grund, warum Diabetiker häufiger Herzinfarkte haben. Weil diese Gefäßschäden sich auch eben im Herz-Kreislauf-System auswirken, am Herz-Kranzgefäß auswirken, mhm. in den Nieren auswirken, in der Netzhaut. Das heißt, du hast eine diabetische Retinopathie, heißt das, eine Netzhauterkrankung beim Diabetiker. Das hat alles damit zu tun, dass diese hohen Blutzuckerspiegel immer wieder ins Gefäß, in die Innenauskleidung der Gefäße reingehen und die stören oder zerstören. Ja, das ist also nichts Selektives fürs Hirn, ist halt auch ein Organ, was darunter leidet. Mhm. Der Typ 2 hat noch ein paar andere Sachen. Diese Stoffwechselprozesse sorgen dafür, dass du immer mehr Stammfett anlagerst. Und diese Stammfettzellen produzieren wieder Hormone, die dem Körper nicht gut tun. Und dann hast du den Kreislauf, wo es eigentlich immer schlimmer wird. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, eine Nebenwirkung oder eine zweite Erkrankung nach dem Diabetes steigt mit zunehmender Jahreszahl des Diabetes. Mhm. Ja, das Risiko ist schon erheblich, gerade bei Kindern. Und vielleicht noch eine Besonderheit. Ich hatte selber Ernährungskurse für Kinder angeboten. Da haben die Eltern und die Kinder gemeinsam kochen gelernt, wie man das eben auch hinbekommt, dass es satt macht, dass es auch schmeckt. Ja, bei den Kindern muss man halt auf den Geschmack achten. Die kann man nicht sozusagen über Vernunft erreichen. Mhm. Das ist beim Elfjährigen. Nein, das muss schmecken. Kann man vergessen. Ja. Der muss das schmecken, was er essen soll. So, ja. Ne, und den muss man ihm verkaufen. So. Dann haben die das gelernt. Und vorher haben wir eben gefragt, wie die sich sonst so ernährt haben. Und wenn du mal... Also das war eine ausgesuchte Klientel, das will ich gar nicht verallgemeinern. Ja. Aber da waren halt so Fertigpizzen und so, dieses Convenient-Food war einfach gang und gäbe zu Hause. Und die Kinder kommen nach Hause, die Mutter ist nicht da oder wie auch immer. Dann gibt es halt ein Teilchen, also süßes Gebäck oder eben Pizza. Und das ist halt etwas, wo du dich wahrscheinlich nicht wirklich gesund ernährst auf die Dauer. Mhm. Ja, die wenigsten konnten noch kochen. Ja, das sieht man immer häufiger. Ja, und manches war das so eher den Charakter von Körperverletzung, was die da gesagt haben, was die kochen. Und total übersäuernd auch noch dazu. Auch noch, ne? Also da kann man schon viel tun. Wir haben das wieder eingestellt, unter anderem aus einem Grund, weil die Krankenkassen solche Sachen nicht wirklich finanzieren. Mhm. Die zahlen die Insulinpumpe und das Insulin und die Medikamente. Aber nicht die Beratung, wenn man rauskommt. Nicht die Prophylaxe. Also, die Sendezeit ist leider schon vorbei, aber noch ganz kurz, du bist Arzt und du redest hier jetzt über Ernährung, aber Ernährung ist kein Thema in der ganzen Medizinstudium, oder? Also, ich ernähre mich also gesund. Ich bin immer ganz erstaunt, dass meine Laborwerte meine Körperform nicht widerspiegeln. Aha. Ja, bin ich immer ganz froh. Nein, Ernährung findet, ich weiß nicht, seit wann überhaupt statt. Also, ich glaube, seit 2 Jahren oder sowas, 3 Jahren ist es auch da. In der Medizin angelangt. Aber eben ernährungspyramidenmäßig. Ah, also ja, total falsch wieder. Ne, das ist so alt-DGE. Ne, das ist halt etwas, wo ich sage, man müsste, man müsste noch nicht mal umdenken, man müsste nur das alte Wissen wieder hervornehmen. Ja. Es ist ja schon mal da gewesen. Alles klar. Ja, es ist einfach umgedreht worden, weil man mehr Geld damit verdient.
Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben es gehört, Diabetes Typ 2 ist das, was am meisten vorne schwebt und das hat alles mit der Ernährung zu tun. Bitte achten Sie darauf, einfach wenig Kohlenhydrate, wenig Zucker zu essen und die ganze Geschichte wird besser. Ansonsten lassen Sie sich einfach mal bei einem guten Ernährungsberater informieren. Rufen Sie uns an oder rufen Sie auch bei der Praxis von Herrn Dr. Volker Meissner an, der Ihnen da sicherlich gerne für weitere Fragen zur Verfügung steht. In diesem Sinne danke ich Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiedersehen.